Ihr wollt eine der leistungsstärksten und besten Soundbars auf dem Markt? Dann ist die Samsung HWQ995B vielleicht die richtige für euch. Schaut euch diese Soundbar einmal an. Knapp über 1,2 Meter lang. Riesig. Wir haben insgesamt 22 Lautsprecher hier in dem System. Wir haben einmal die Soundbar, dann haben wir noch den externen Subwoofer dazu und zwei Rear Speaker. Und ich muss sagen, das Setup, und das ist mit eines der besten Features hier bei dieser Soundbar von Samsung, das Setup ist so leicht. Ja, jede Einheit benötigt Strom, das ist wichtig, aber sie verbinden sich kabellos und das geht so super einfach. Da kann man nichts falsch machen. Wir sprechen hier insgesamt von einem 11.1.4-Kanalsystem mit 22 integrierten Lautsprechern, ja, und einem externen 8 Zoll Subwoofer. In der Soundbar selbst sind 13 Lautsprecher, je zwei Hochton- und zwei Mitteltonlautsprecher als Stereoeinheit. In der Mitte ein Hochton- und zwei Mitteltonlautsprecher für die Sprache und den Sound aus der Mitte. Dazu noch ganz außen Lautsprecher, die nach außen abstrahlen für ein allüllendes Raumgefühl. Und zwei Lautsprecher hier oben in der Mitte, welche nach oben strahlen und die Decke als Reflexionsfläche nutzen wollen. Die zwei Rücklautsprecher schließen dann den Kreis, in welchem je drei Lautsprecher eingebaut sind. Einmal Richtung Fernseher, nach oben und zur Seite. So haben wir eine wirklich tolles Surround-Gefühl. Auch eine Bluetooth, Spotify Connect und AirPlay 2 Verbindung für Musik ist möglich, obwohl der Fernseher ausbleibt. Das kleine, etwas rudimentäre Display unten in der Ecke gibt uns dann Rückmeldung, ob wir verbunden sind. Dazu kann man noch eine App runterladen von Samsung, die SmartThings App, und gibt uns dann die Möglichkeit, die Soundbar mit dem Handy zu steuern und auf weitere Funktionen zuzugreifen, wie eine automatische Soundkorrektur. Die Soundbar spielt ihre Stärken natürlich aus bei Kinofilmen, DTS:X und Dolby Atmos, alles kabellos. Das ist natürlich die große Stärke der Samsung Soundbar und das möchte sie auch so darstellen. Aber auch Musik klingt unheimlich gut und druckvoll. Wir können natürlich den Equalizer so einstellen, wie wir das möchten, dass vielleicht der Subwoofer nicht ganz so stark drückt. Wir haben auch einen Nachtmodus, dass der Subwoofer fast weg ist, dass wir quasi den Nachbarn nachts vielleicht nicht unbedingt so weit stören durch Dröhnen des Subwoofers. Hier oben auf der Soundbar haben wir noch eine sehr rudimentäre Bedienung für die wichtigsten Sachen, lauter, leiser, schnell, lautlos und ein- und ausschalten. Dann haben wir die Fernbedienung, über die sich eigentlich alles Wichtige steuern lässt. Und ihr seht, das ist jetzt eine TV-Fernbedienung. Das ist die Samsung-Fernbedienung für die Soundbar. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Ja, hier können wir alles Wichtige einstellen, Soundmodi, wir können die Pairing-Funktion machen, wir können die Eingänge hier durchschalten, ja, und dann natürlich auch noch den Subwoofer als solches steuern, bisschen mehr Bass, bisschen weniger Bass und auch, ja, die Höhenregeln. Das geht alles über die Fernbedienung oder aber installiert die App, dann koppelt ihr euch mit dem Handy hier rüber, auch das funktioniert sehr, sehr leicht. Dort könnt ihr dann auch noch mal mehr Funktionen einstellen, auch mit dem Equalizer noch mal besser spielen. Denn wie wir sehen, wir haben jetzt hier gemutet. Wir haben also hier ein sehr auch rudimentäres Display, wo wir dann verschiedene Soundeinstellungen sehen. Lauter, leiser und so weiter. Da sehen wir dann hier alles. Aber das geht übers Handy dann, wenn man das möchte, noch mal wesentlich besser. Wie gesagt, Stereo-Sound klingt ja auch super, wird verteilt über die Lautsprecher. Wenn ihr zum Beispiel Sound von links hinten dann habt, dann kommt zum Beispiel auch links vorne ganz, ganz leicht was raus, sodass ihr so ein einlullendes Erlebnis bekommt, ein richtig cineastisches Erlebnis. Da werdet ihr mehr als zufriedengestellt werden, egal ob Musik oder Film. Da kann ich euch versichern, das klingt richtig, richtig gut und macht ganz, ganz viel Spaß. Aber natürlich, wie ihr seht, benötigt ihr hier ein bisschen Platz. Wenn ihr den Fernseher wie hier natürlich aufgehangen habt, dann ist das natürlich egal. Wir haben eine recht große Höhe mit 7 cm. Wie gesagt, sie ist sehr lang. Auch die Tiefe ist nicht zu unterschätzen. Wir haben hier einen digitalen Input für den Fernseher oder einfach über HDMI. Wir haben einen HDMI-ARC-Eingang und dann nochmal zwei weitere HDMI-Eingänge mit HDMI 2.0. Dazu hier noch ein Euro-Stecker für den Stromanschluss und dasselbe mit dem Stromanschluss haben wir natürlich auch noch beim Subwoofer. Wir haben hier insgesamt 656 Watt, davon allein der Subwoofer hat 200 Watt. Das heißt, wir haben hier unheimlich viel Leistung. Ja, zusammenfassend kann man sagen, für die Samsung HWQ995B, wenn ihr eine der besten Soundsysteme auf dem Markt haben wollt, seid ihr hiermit
mehr als gut beraten. Sehr schneller und leichter Aufbau, connecten geht super leicht mit dem Handy, funktioniert mega gut. Sound, muss man nicht viel sagen, ist richtig toll, es macht Spaß. Wir haben Bass, wir haben gute Höhen und gute Mitten. Es ist einfach ein ausgeglichenes, schönes Soundsystem, was Samsung hier gebaut hat. Wenn ihr Interesse habt, kommt doch einfach gerne vorbei hier in Bocholt, hört euch die Soundbar vielleicht einmal an. Sonst gerne einfach mal bei uns vorbeigucken auf eTrodo und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal.